Willkommen Leute zu einem weiteren Opening und zwar dieses Mal zu einer Flames of Destruction Special Edition. Und ich muss sagen, ich habe große Erwartungen und zwar würde ich gerne die Chase-Karte ziehen, also Infinite in Permanence, diese Handtrap-Fallen-Karte mit Cyber Dragon Infinity drauf und die kostet 70 Euro. Ich habe die aus meinem Case nur einmal gezogen, was schon recht wenig ist, weil die Karte scheinbar eine Shortprint ist, zumindest ist es so ein bisschen in der Vermutung, sagen wir es so. Aus meinem Einzeldisplay habe ich keine gezogen und aus meinen ganzen Random Boostern auch nicht, also so langsam wird es mal wieder Zeit, eine zu sehen. Aber mal schauen, ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal. Danke auf jeden Fall an meinen Sponsor, Gate to the Games, für dieses schöne Opening hier und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal zusammen auf und denkt auch bitte an die Rabattcodes, damit das Sponsoring noch lange weitergehen kann. Okay, wir klappen das erstmal hier schön um. Und dann würde ich sagen, werden wir erstmal eine Special Edition aufmachen, zusammen. Und dann werde ich halt alle Booster rausholen. Aber hier steht noch ein bisschen was drauf, und zwar, jede Flames of Destruction Special Edition enthält 3 Booster Packs von Flames of Destruction logischerweise, eine von 2 Super Rare Kartenvarianten und eine von 2 Super Rare Varianten von Nicht-Vollkarten aus dem Booster Set Cybernetic Horizon, was bald rauskommen wird. Das ist das nächste Hauptset. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich das mal mit euch zusammen auf und wir schauen einfach mal, was wir ziehen werden. Ich muss sagen, die Promokarten sind dieses Mal ziemlich schwach. Wir haben 2 Elementarherrscher und 2 relativ interessante Karten, sage ich mal, aber nichts allzu Heftiges. Aber mal schauen. Was haben wir denn hier? Wir haben erstmal das mit Mooning Glacier. Okay, das ist eine gute Karte in Mermail, aber naja, die hatten wir halt schon. Dementsprechend jetzt nicht die krasseste Karte. So ein richtig heftiger Reprint wäre schon geil gewesen, aber mal schauen. Was wir so ziehen werden und ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal alles aus, was wir hier haben und dann gucken wir mal, was wir Schönes ziehen werden. So Leute, da haben wir auch schon das fertige Ergebnis und zwar haben wir jedes Promopack mal wieder 5 Mal gezogen, so wie eigentlich immer und ich würde sagen, wir werden beide einmal aufmachen. Ich habe schon die Oberseite aufgeschnitten, deswegen würde ich sagen, dürfte das nicht allzu schwer sein. Wir starten mal mit diesem hier, würde ich sagen, denn hier ist der gute Grandsoul mal wieder drin mit einem Erratungseffekt, der jetzt glaube ich once per turn ist oder so, damit sie halt keine OTKs mehr macht und deswegen auch nicht mehr verboten sein muss, macht auf jeden Fall Sinn. Und dann haben wir noch die Karte Erinnerungen des Weltvermächtnisses, alles klar. Das ist eine Supportkarte für Magnite, die aus dem Deck specialen kann, als Quickspell, also gar nicht mal so übel. Aber du darfst halt auch in dem Spielzug dann nur noch Magnite-Monster beschwören, also Spezial beschwören und das ist halt schon ein bisschen blöd. Also so krass ist die Karte auch wieder nicht, aber immerhin eine nette Supportkarte. Das sind auf jeden Fall die ersten beiden Promos und dann haben wir noch das andere Promopack. Und da haben wir zunächst mal den Mooning Glacier, wie gesagt. Sehr coole Karte für Mermail, aber halt auch nicht so heftig. Und dann haben wir noch die Karte Universaladapter. Und das sieht zunächst mal aus wie eine Batteryman-Support-Karte, aber nein, das ist eine generische Fallenkarte, die so ein bisschen die Angriffspunkte ausgleichen kann auf dem Board, zumindest auf eurem Board. Und das ist schon ganz cool eigentlich, also da kann man einige Sachen mitmachen, aber auch die Karte ist halt nicht so krass. Also wie gesagt, die Promokarten sind dieses Mal nicht allzu besonders. Ich mache jetzt erstmal hier die Karten überall raus, würde ich sagen, ganz schnell. Und dann starten wir mit den 30 Boostern. Und ich bin sehr gespannt, was wir ziehen werden, muss ich sagen, weil wie gesagt, wir haben insgesamt 30 Booster. Da werden wahrscheinlich dann 2 bis 3 Secrets drin sein. Ich hoffe mal auf 3. Das wäre sehr wunderbar. Ich glaube, bei der letzten Special Edition habe ich sogar 4 Stück gezogen, was ziemlich lächerlich war. Da hatte ich aber auch sehr viel Glück. Ich denke mal, dieses Mal wird es etwas, naja, weniger heftig ablaufen, weil ich habe ja aktuell nicht so viel Luck. Ich hatte ja in den letzten Monaten so viel Luck, dass irgendwann auch mal wieder Pech kommen musste. Und mit dem Set hier habe ich halt bisher nicht wirklich viel Glück gehabt. Aber mal schauen. Okay, ich würde sagen, ich lege erstmal die Promokarten beiseite. Die haben wir jetzt zu Genüge gesehen und dann starten wir jetzt mit dem ersten Booster-Pack. Und da ist ein bisschen Folie auf meinem Bein gelandet, alles klar. So, Booster-Pack Nummer 1, ich bin sehr gespannt. Was sehen wir denn Schönes? Wir haben zunächst mal die Karte Mechritter Avram. Sehr schön, direkt mal ein Normal Monster. So mag ich das. Dann haben wir Schattenpuppe Konstrukt. Wie gesagt, wir haben das richtige Konstrukt nicht wieder zurückbekommen. Von daher ist das ein bisschen blöd gelaufen irgendwie. Dann haben wir Prompthorn, alles klar. Eine recht rötliche Karte. Ich mag ja rötliche Artworks. Dann haben wir Bandschrecken Anima. Eine sehr, sehr hübsche Karte. Wie gesagt, dieses Deckthema sieht wunderbar aus. Generell die ganzen Zombies, die gerade erscheinen, beeindrucken mich einfach. Also im Moment wird das echt zu meinem Lieblingstyp fast schon. Auch wenn ich Sternritter und sowas mag. Aber die Zombies sehen vom Artwork her einfach viel krasser aus. Dann haben wir als erste Holo Super Team Kumpelkräfte vereinigt euch. Ach du Scheiße, das geht nicht gut los. Das geht so gar nicht gut los. Die Karte geht 1 Euro. Das ist die schlechteste Secret aus dem gesamten Set. Und naja, ich habe es gecallt. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. Wie gesagt, wir haben noch mindestens eine Secret wahrscheinlich. Und von daher kann sich das ganz schnell zum Guten wenden. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Omen. Ach du Scheiße, haben wir die Dreckskarte auch schon mal weg. Dann haben wir Albtraum. Dann geht's weiter mit Kristallkonklave, dann Blickduell und Code begrenzen. Oh Gott, wieso starten wir so? Ich hab's irgendwie kommen sehen. Ich habe mir die Preise eben auf Cardmarket nochmal angeschaut
Und da habe ich halt gesehen, wie krass die Karte einfach suckt. Und da dachte ich mir, ach komm, ich werde sie doch safe ziehen. Und ja, es ist passiert. Dann geht's weiter mit Wiedergeburt der Wiedergeburt. Eine Shortprint, dann haben wir FA Unentschieden. Dann die gute Urkatze. Dann Mabimaki, alles klar. Dann haben wir Trickster, Lichtarena als Rare. Und als Solo haben wir Guki, der Meister-Oger. Ist aber ein krasser Kontrast, dass wir heute quasi sofort eine Secret sehen. Weil ich glaube, aus dem Einzeldisplay habe ich erst sehr spät die krassen Karten bekommen, ne? Ich meine ja. Aber wie auch immer, kann halt immer anders laufen. Dann haben wir Elementsäbel Einer, Kristallmeister und den Drachen Wecken, die sogar recht beliebt ist mittlerweile. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das eine schöne Tech-Karte ist und wenn sowas gespielt wird, bringt das immer sehr viel Abwechslung rein ins Spiel. Und das finde ich wunderbar. Ich weiß gar nicht, war das eine Shortprint? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube aber nein. Ich habe nämlich gerade drei Shortprints im Sinn und das ist es auf jeden Fall nicht. Und dementsprechend ist da nicht mehr viel Platz für eine vierte. Und ich glaube nicht, dass es den Drachen erwecken war. Aber egal, weiter geht's mit FA Unentschieden. Dann haben wir vom Grab gerufen. Die beste Kammern aus dem Set mit Abstand. Dann Elementsäbel Marlo. Dann haben wir Kristallhüter. Dann Revenschrecken Henker als Rare. Mal wieder eine sehr schöne Karte. Und als Solo haben wir Trickster Rodode, die hier auch Support bekommen haben. Dann haben wir den Altergeist Pixel. Das ist so eine Art Pot of Duality. Dann Batteriemann Solar. Und ja, die haben hier Support bekommen, was irgendwie sehr komisch ist. Und Insektor Minimotte. Und auch die Karten kamen nicht von der Bandlist, von daher bringt das nicht allzu viel dem Deckthema, was schon ein bisschen schade ist. Also, so manche Link-Monster verstehe ich nicht so ganz. Wenn wir keine Releases bekommen von der Bandlist, warum bekommen dann die Deck-Support? Macht irgendwie keinen Sinn. Und ich glaube, im OCG ist ja sogar schon das Konstrukt wieder zurückgekommen, oder? War das nicht so? Ich meine schon. Weiter geht's mit Tinwinkel, Dreifaltigkeit. Dann haben wir Stimmisches Häschenpferd und das ist die zweite Shortprint. Und Boykottwolle ist die dritte. Und deswegen glaube ich nicht, dass den Drachenwecken direkt die vierte ist. Würde mich wundern, aber mal schauen. Dann haben wir das Verderbnis, dann geht's weiter mit Weltvermächtnis, Weltlanze als Rare und als Solo haben wir Degradierungssprenger als Super Rare, okay. Dann haben wir Kristallkonklave, Altergeist, Emulatelf, dann Wendschrecken Tagesanbruch und Trance-Vertrauter. Eine Karte, die scheinbar gar nicht mal so gut ist, die wird mir ständig empfohlen bei den schlechtesten Karten, was kann die denn? Once per Turn, du kannst ein Monster wählen, das du kontrollierst, bewege das gewählte Ziel in eine andere deiner Main-Monster-Zonen. Ach so, stimmt. Okay, ja, die Karte ist scheiße. Zumindest aktuell noch. Vielleicht wird die ja mal gut, wer weiß. Also so Spaltenbewegungskarten haben natürlich Potenzial theoretisch im Link-Format, aber ich glaube nicht, dass die wirklich sehr relevant wird irgendwann. Aber mal schauen. Weiter geht's mit Weltschrecken Albtraum. Dann haben wir Raumisolator. Dann Guki Octodehnung. Wie gesagt, das Deckthema kann mittlerweile was, dank den Troymares, die wir auch ziehen können. Dann haben wir das Prompthorn nochmal. Dann FA-Gewinner. Sehr schön. Und als Solo haben wir Albtraum Ritter Phönix, alles klar. Sehr solide Super Rare, auf jeden Fall. Eine der besten aus dem Set. Nach Red Reboot wahrscheinlich die beste. Dann geht's weiter mit Protron. Dann haben wir Cybers Umkehr Zyklon und Blumenkartian Mondblumenbetrachtung, die ich fast immer falsch ausspreche. Okay. Also bisher haben wir noch keine Ultra gesehen. Ich habe gesehen, dass der Albtraum Ritter Goblin mittlerweile auch 7 Euro geht und dass der Multifaker auf 7 Euro gesunken ist. Das heißt, wir haben jetzt quasi zwei gute Ultras, die wir ziehen können. Und das macht mir so ein bisschen Mut, aber mal schauen. Weiter geht's mit Elementsäbel Marlo, dann haben wir das Verderbnis, alles klar. Dann geht's weiter mit Vom Grab gerufen. Dann haben wir der gesegnete Finsterlord, eine Karte, die ich immer wieder vergesse, dass die hier rauskommt. Und als Solo haben wir, oh Gott, Phosphorzorn, der Elementarherrscher. Wie gesagt, die Elementarherrscher kamen ja hier raus, deswegen machen diese Reprints als Promokarten schon Sinn. Aber die sind halt nicht allzu krass. Was soll's, dann haben wir Wendschrecken Tagesanbruch, dann haben wir Yariro oder so, Eindringling. Dann nochmal Blumenkartian und Altergeist Pixel. Und irgendwie rutschen gerade die Commons die ganze Zeit auseinander. Seht ihr das? Der Pixel ist schon wieder gerutscht. Ich habe es genau gesehen. Die sind halt alle Top-Mint, deswegen ist es kein Wunder. Weiter geht's mit Trickster Nachtschatten. Eine recht coole Karte sogar. Weil daraus kann man quasi dieses sehr, sehr kleine Link-Monster bauen. Und dann kann man direkt weitermachen mit ein paar Kombos. Dann haben wir Tinwinkel, Dreifaltigkeit. Dann Prompthorn. Altergeist Kidolga. Wendschrecken Anima als Rare. Und als Solo haben wir die Nachfolge als Ultra Rare, alles klar. Nicht die beste Ultra Rare, aber auch nicht die schlechteste, von daher kann sich das, denke ich, sehen lassen, alles klar. Dann geht's weiter mit Hintergrunddrache. Die gab's auch? The fuck, die habe ich gerade gar nicht im Kopf, die Karte. Mir kommt es gerade so vor, als ob ich die noch nie gesehen hätte. Aber wahrscheinlich habe ich die schon tausendmal. Egal, habe ich scheinbar vergessen. Dann haben wir Kristallkonklave und Revenschrecken Evolution. Ohne Witz, diesen Drachen habe ich gerade gar nicht im Kopf gehabt, dass der hier drin ist. Die Karte kenne ich überhaupt nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Dann haben wir drei trollende Trolle. Dann geht's weiter mit Gergons Ende. Dann Guki Octodehnung.
Trickster, Delphinium als Rare und als Holo haben wir die Sorge. Okay, nichts Besonderes. Dann Cybers Umkehr, Zyklon, Protron, Gookie, Bärenumarmung. Spielt man auch in Gookie. Und dann haben wir Kristallmeister. Ich glaube, die Tributmonster spielt man jeweils einmal normalerweise in Gookie, ne? Ich meine schon. Ich glaube sogar einfach nur wegen dem Namen, der mich gerade nicht alles täuscht. Weiter geht's mit Kaiden Kendo Geist. Dieses kleine Mini-Deckthema geht weiter, wenn es ein Deckthema ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir Konstrukt, dann haben wir Gookie Octodehnung, Wendschrecken Albtraum, dann nochmal Delphinium und als Holo haben wir den Goblin. Nice one, okay. Direkt mal einen sehr guten Pull. Und das gleicht so ein bisschen die Karte hier aus, weil ohne Witz, die Karte hier geht 7 Euro und die geht halt 1 Euro. Dementsprechend, naja, ist der Pull, denke ich, gerechtfertigt. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen aufholen, damit dieses ganze Display hier sich wirklich lohnt. Aber mal schauen. Weiter geht's mit Trickster Alraune. Dann haben wir Reffenschrecken, Evolution und Trance Vertrauter. Aber der Goblin gibt mir schon mal Mut. Ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall noch einen Multifaker ziehen werden und irgendein gutes Secret. Das wäre sehr wunderbar. Weiter geht's mit der Wiedereinsetzung der Monarchen. Dann haben wir Defragdrache vom Grab gerufen. Dann haben wir Trickster Bouquet als Rare und als Solo haben wir Aufzieh Senmal Wartung. Ein weiteres sehr seltsames Link-Monster irgendwie. Also, naja, Aufzieh ist halt ein bisschen überholt eigentlich, aber gut. Dann geht's weiter mit Insektor Minimotte. Und ich habe gesehen, dass ich die Blätter draufgelegt habe, ja. Steht eh schon in den Kommentaren, aber egal. Dann haben wir die Minimotte, Code begrenzen, den Drachenbecken und Boykottwolle, die dritte Shortprint. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwei Stück wieder in ein Muster gezogen. Ich glaube nicht, dass es eine Shortprint war. Aber mal schauen. Ich finde es immer lustig, wenn ich eine Rare zu den Comments lege, regen sich alle in den Kommentaren auf. Es ist so witzig einfach. Ach übrigens, eine Sache, die ich mir ansprechen wollte. Und das finde ich ziemlich bescheuert. Und zwar sind diese Special Edition Boxen teilweise einfach offen, wenn die geliefert werden. Also das hier habe ich nicht geöffnet. Das war einfach so. Als ob da kein Kleber drauf wäre. Wie scheiße ist das denn, wenn du einfach ein Händler bist und es in deinen Laden stellen willst? Dann ist das Ding einfach schon offen. Dann guckt dich doch jeder Kunde blöd an. Also das ist irgendwie sehr strange. Da muss irgendwie Konami mal was gegen machen, weil das war auch schon bei der letzten Special Edition so. Und das ist echt bescheuert, also ein neuer Kleber wäre vielleicht angebracht. Aber gut, ich klicke das mal hier ins Bild, damit es nicht so leer ist. Weiter geht's mit Nachtschatten. Dann haben wir Kristallhüter, Mamimaki. Dann haben wir Trickster Lichtarena als Rare. Und als Solo haben wir Elementsäbel, Nalu und eine Karte guckt raus. Dann geht's weiter mit Linkstreamer, Protron, Eutergeist Pixil und Blumenkartian. Mundblumenbetrachtung. Wir haben schon ein Drittel hinter uns gebracht. Und leider auch schon ein Secret gesehen. Weiter geht's mit Kristallhüter. Dann haben wir Gookie Octodehnung. Elementsäbel Malo. Dann geht's weiter mit Revenschrecken Henker als Rare. Und als Holo haben wir Aufzieh Senmai Wartung. Dann haben wir Hintergrunddrache. Und ich sehe nochmal. Wie gesagt, ich habe die Karte vollkommen vergessen. Code begrenzen. Jariro Eindringling und Batteriemann Solar. Also normalerweise vergesse ich eine Kammer nicht komplett, also wenn ich sie dann sehe, dann fällt sie mir wieder ein, aber die Karte ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Sehr, sehr merkwürdig. Weiter geht's mit dem Verderbnis, dann haben wir Eutergeist Kidolga, drei trollende Trolle, Tinwinkel Dreifaltigkeit, Trickster Delphinio mal wieder und als Holo haben wir Netzwerkfallgrube, also eine Niete, weil diese Karte hier ist komplett scheiße, also die geht irgendwie 50 Cent, keine Ahnung, also die ist echt nicht gut. Und die wird auch nicht gespielt, von daher gibt es bessere Ultras. Aber gut, weiter geht's mit Minimotte. Dann haben wir Trickster Alraune und Cybers Umkehr Zyklon. Und so langsam haben wir auch alle Ultras aus dem Set gesehen, die wir halt heute ziehen können. Weil, naja, drei Stück sind schon so gut wie alles. Also Multifaker muss so langsam mal kommen. Weiter geht's mit Urkatze. Wie gesagt, das Gegenstück zu Urhund, der hier auch im Bild liegt oben, lustigerweise. Dann haben wir wieder Einsetzung der Monarchen. Schattenpuppe Konstrukt, dann haben wir FA Tagesanbruch Strackster als Rare und als Solo haben wir noch einmal die Sorge. Okay. Dann haben wir Kristallmeister, Revenschrecken Evolution, Blickduell und Linkstreamer. Und so langsam gehen mir hier die Comments auf die Nerven, ehrlich gesagt. Weil wie gesagt, rutschen die alle durcheinander. Aber das ist halt normal. Da muss man sich leider dran gewöhnen als Opening Channel. So, weiter geht's mit FA Unentschieden. Dann haben wir Mechritter Avram. Gergons Ende, Kristallhüter, dann haben wir Gookie Gesinnungswandel als Rare und als Holo haben wir den Gookie Meister-Oger, okay, nichts allzu Besonderes, dann Trickster-Blüte, Gookie Bärenumarmung und Blumenkartian Mundblume Betrachtung, okay. Bisher nichts allzu Krasses, wie gesagt, der Goblin ist ganz nett, aber
auch nicht wirklich heftig. Wir können theoretisch die Infinite Permanents ziehen, wie gesagt. Dann gibt es die Ghost Spell. Dann gibt es diverse Albtraumritterkarten, also halt die Ibli und halt Gryphon und Unicorn. Dann geht es weiter noch mit topologischer Trisbaena. Den können wir ziehen und Vampire Sucker. Und die Karte haben wir, wie gesagt, schon, was ein bisschen Minus ist. Also, es gibt schon eine coole Auswahl. Mal schauen. Weiter geht's mit Mamiomaki. Dann haben wir Wiedergeburt, Schild Wiedergeburt. Wie gesagt, eine Shortprint. Dann das Promptorn nochmal. Dann das Erwachen als Rare und als Holo haben wir die Ibli. Alles klar. Okay. Die Karte geht 25 Euro. Ist die drittbeste Secret, soweit ich weiß. Von daher, nice. Okay. Kann man gerne mal ziehen. Keine schlechte Karte, auf gar keinen Fall. Und da beschwere ich mich nicht. Solider Pull. Aber ich wünsche mir natürlich theoretisch nochmal eine Chase Secret, weil ich habe aus dem Set bisher so scheiße gezogen, dass ich echt mal einen geilen Pull möchte, weil irgendwie hat mich das Set komplett enttäuscht. Aber gut, kann es auch mal geben. Weiter geht's mit dem Albtraum, dann haben wir Hintergrunddrache schon wieder, alles klar. Was genau kann der denn? Falls sich diese Karte im Friedhof befindet und du keine Karten kontrollierst, du kannst sowohl diese Karte als auch ein Drachemonster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören, aber verbanne diese Karte, wenn sie das Spielfeld verlässt. Du kannst diesen Effekt von Hintergrunddrache nur once per turn verwenden. Okay, nichts allzu Besonderes. Und die Karte ist auch ein Stufe 5er Monster, von daher kein Wunder, dass ich die Karte vergessen habe. Dann haben wir Kristallkonklave und Altergeist Imulatelf. Okay. Dann geht's weiter mit dem nächsten Booster. Und es ist gut möglich, dass wir jetzt noch eine Secret sehen werden. Von daher, bleibt auf jeden Fall dran. Die Chancen sind gar nicht mal so gering. Weiter geht's mit Raumisolator. Dann haben wir vom Grab gerufen. Dann stürmisches Häschenpferd. Wie gesagt, eine Shortprint. Wendschrecken Albtraum. Dann Revenschrecken Henker als Rare und als Solo haben wir den Cerberus. Eine der besten Super Rares. Von daher, not bad. Dann haben wir Wendschrecken Tagesanbruch, Kristallmeister und Linkstreamer. Und so langsam haben wir auch das zweite Drittel bald abgeschlossen. Aber da kommt noch ein bisschen was. Weiter geht's auf jeden Fall mit Kidolga. Dann haben wir Trickster Nachtschatten. Dann haben wir den Avram. Dann geht's weiter mit Feuerlöschende Daruma-Puppe. Eigentlich gar nicht mal so übel. Ist quasi eine Ungeheuer-Link-Monster. So ein bisschen generisch mit den generischen Link-Pfeilen, die man so kennt. Und als Holo haben wir La Paulia. Haben wir auch noch nicht gesehen. Dann haben wir Code Begrenzen, Sabers Umkehr-Zyklon, die Bärenumarmung und die Einer. Wunderbar. So, zwei Booster bleiben noch aus diesem Stapel. Und ich erwarte jetzt noch mindestens eine Ultra, aber es kann noch mehr kommen. Mal schauen. Weiter geht's mit Kendo-Geist, dann haben wir Mamimaki, Raumisolator, die Verderbnis, dann geht's weiter mit FA-Gewinner. Und als Holo haben wir Elementartraining. Und da kommt auch schon die Ultra, okay. Alles, was jetzt noch kommt, ist quasi Bonus. Von daher hoffe ich mal auf das Beste. Wir haben jetzt noch 11 Booster. Ja doch, sieht gar nicht mal so übel aus. Also da gibt's noch eine Menge Potenzial, mal schauen. Aber die Karte ist nicht so krass. Dann haben wir Solar, Protron und Hintergrunddrache schon wieder. Das Meme von heute so ein bisschen. So, Freunde. Das letzte Booster für den zweiten Stapel. Wir haben zunächst mal die Oktodehnung nochmal. Dann die Dreifaltigkeit. Magidolls, frische Schwestorte haben wir auch noch nicht gezogen. Dann haben wir Weltvermächtnis, Weltlanze als Rare und als Solo haben wir die Rodode nochmal. Dann haben wir Wendschrecken, Tagesanbruch, Kristallmeister, Trancevertrauter und Blickduell. Und so langsam glaube ich doch, dass den Drachen wecken die Shortprint ist, weil ich sehe keine vierte ansonsten, von daher ist es gut möglich. Und ich fülle mal auch diesen Platz, würde ich sagen, mit einer Special Edition. Dann ist das Bild so schön gefüllt, das mag ich eigentlich ganz gern. So, mach erstmal die Stapel hier schön, weil so langsam werden auch die Super Rares und Rares relativ hoch, der Stapel. Aber gut. Jetzt kommen wir zu den letzten 10 Boostern. Und da muss jetzt wirklich was Geiles drin sein. Weiter geht's mit Gargons Ende. Dann haben wir Raumisolator nochmal. Dann nochmal Marlo. Defrag-Drache. FA Tagesanbruch Strackster. Als Rare und als Solo haben wir Degradierung Sprenger. Nichts Besonderes. Dann Insektor Minimotte. Alraune und Hintergrunddrache schon wieder. Den ich jetzt schon 5-mal gezogen habe heute. Also ich habe den echt vergessen. Der Wahnsinn. So, weiter geht's mit Promptorn. Dann haben wir die Verderbnis, dann geht's weiter mit Nachtschatten, Raumisolator, dann der Henker nochmal als Rare und als Solo haben wir Link gebunden. Haben wir auch noch nicht gezogen heute, wieso nicht? Trickster Blüte, das ist das kleine Trickster Link Monster, wie gesagt. Dann haben wir Altergeist, Imulatelf und Boom Katian, Mondblume mit Rachtung. Wie gesagt, mit dem kleinen Trickster Link Monster kann man so ein bisschen Kombos machen und dann direkt auf ein Link 2 Monster gehen und es macht halt Sinn. Weiter geht's mit Avram, dann haben wir Kidolga, dann die Schwestorte, dann die Großfliege als Rare, haben wir heute auch noch nicht gesehen, und als Solo haben wir den Phönix, nice, gute Super Rare. Dann haben wir die Alraune, die Bärenumarmung, die Evolution und Pixie. So, die letzten paar Booster brechen an.
Und ein geiler Pull wäre noch nice. Weiter geht's auf jeden Fall mit der Urkatze. Dann haben wir Kaiden Kendo Geist, dann die Wiedereinsetzung, Defragdrache, Herzloses Fallen lassen. Als Rare und als Solo haben wir La Paulia, Trancevertrauter, Albtraum und Emulatelf. Wie viele sind es noch? Ich glaube, es sind noch 6 Booster an der Zahl, mit denen, was ich in der Hand habe. Die Chance ist auf jeden Fall noch da. Weiter geht's mit FA Unentschieden. Dann haben wir den Nachtschatten, Wiedereinsetzung, Albtraum, Trickster Bouquet und als Holo haben wir Aufzieh, Zen, Mal Wartung, nichts Besonderes, schade. Dann haben wir die Einer, die Cybers Umkehr Zyklon und Solar. Vor allem die Cybers Umkehr Zyklon, gutes Deutsch. Und die Karten rutschen so krass durcheinander, das ist ja schlimmer als sonst. WTF. Echt schlimm. Wenn die frisch aus dem Booster kommen, ist es halt immer so. Weiter geht's mit Mami Maki, dann haben wir drei trollende Trolle, die Dreifaltigkeit, dann haben wir FA Überhitzung, als Rare und als Holo haben wir nochmal den Cerberus, okay, nicht schlecht. Dann Jariro Eindringling, das Protron, Link Streamer und Evolution. Das hat sich so ein bisschen gereimt, nice. Dank dem Protron. So, weiter geht's mit der Schwestorte, dann haben wir Defragdrache, Gergons Ende, den Kendo-Geist, dann die Großfliege als Rare und als Holo haben wir Link gebunden. So langsam wird das Eis dünn, Leute. Aber gut, weiter geht's mit Trancevertrauter. Boykottwolle nochmal, wie gesagt, eine Shortprint, aber die ist echt scheiße. Ist so ein bisschen Big Shield Gardner-mäßig. Und Trickster Alraune. Okay. 3 Booster-Packs noch. 3 Stück nur noch. Weiter geht's mit Malo. Dann haben wir die Wiedereinsetzung. Dann 3 trollende Trolle. FA-Gewinner als Rare und als Holo haben wir Regenbogen-Lichtbrechung. Oh Gott, das tut weh, die Karte ist scheiße. Dann haben wir Wendschrecken-Tagesanbruch, Solar, Blüte und Einer. Vorletzter Versuch. Na komm schon, eine dritte Secret. Ich würde es mega feiern. Weiter geht's mit Kidolga. Dann haben wir das Konstrukt, die Schwestorte, die Urkatze. Der Kampf als Rare und als Holo haben wir den Palast, okay, das ist immerhin eine 5. Ultra-Rare, aber das ist auch nicht allzu krass, von daher, meh. Dann haben wir den Albtraum, Pixiel und Protron. Und wird es sich bewahrheiten, dass ich aus diesem Pack hier nur Scheiße ziehe? Wahrscheinlich schon. Also die Ippli war schon ganz cool, muss ich sagen, und wir haben auch einen Goblin, also es war kein Ultra-Minus, aber naja. Wenn ich das Ding bezahlt hätte, wäre ich schon ein bisschen salty, muss ich sagen. Weiter geht's mit Wendschrecken Albtraum, dann vom Grab gerufen. Kaiden Kendo Geist, dann haben wir Sicherungsoperatorin als Rare und als Holo haben wir Roter Neustart. Immerhin die beste Super Rare aus dem Set. Da kann man sich fast nicht mehr beschweren, oder? Naja. Weiter geht's mit Jariro Eindringling, dann haben wir Altergeist Emulatelf, Blumenkarte Janmund Blumenbetrachtung und Schwächster Blüte. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Recap. So Leute, da sind wir auch schon beim Recap und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Promokarten. Wir haben jeweils 5-mal den Mooning Glacier, was schon mal ganz cool ist. Dann haben wir 5-mal den Grand Soul natürlich, 5-mal die Karte Erinnerungen und 5-mal die Karte Universaladapter. Also nichts allzu krasses, aber das sind halt die Promos. Dann haben wir 8 Shortprints und zwar 2-mal das Häschenpferd, 2-mal die Boykottwolle, 2-mal Wiedergeburt der Wiedergeburt und 2-mal den Drachen wecken, was scheinbar wirklich die 4. Shortprint war. Und damit haben wir wirklich jede Shortprint 2-mal gesehen, von daher ist diese Verteilung schon recht sinnvoll. Dann haben wir bei den Rares 4-mal den Henker, was ganz cool ist, ich mag die Karte. Dann jeweils 3-mal das Delphindium und FA-Gewinner und jeweils 2-mal die Karte Weltvermächtnis, Weltlanze. Dann der Anima, den Dragster, die Großfliege, Trickster, Bouquet, dann haben wir die Lichtarena und jeweils 1-mal Sicherungsoperatorin, Feuerlöschende Daruma-Puppe, Cookie-Gesinnungswandel, der gesegnete Finsterlord, Erwachen, FA-Überhitzung, der Kampf und Herzloses fallen lassen. Dann haben wir bei den Super Rares 3-mal die Karte Aufzieh, Senmai, Wartung gezogen, was schon irgendwie krass ist. Dann haben wir 2-mal die Karten Degradierungssprenger, Trickster Rodode, La Paulia, Guki Meisteroger, Phönix, Cerberus und Link gebunden gezogen und noch die Sorge stimmt. Und jeweils 1-mal den Phosphorzorn, Nalu, die Regenbogenlichtbrechung und Roter Neustart, die beste Super Rare aus dem Set. Bisschen mager, aber hey, immerhin 1-mal. Dann haben wir bei den Ultra Rares insgesamt 5 Karten gezogen und zwar den Goblin, der wirklich ein bisschen was wert ist, also 7 Euro, not bad, ist so ein bisschen eine der Chase-Karten. Dann haben wir die Nachfolge, dann den Palas, dann geht es weiter mit der Netzwerk-Fallgrube und das Elementartraining. Also wir haben eine recht ausgewogene Verteilung und so ein bisschen fast alles gesehen, was es halt gibt. Der Multifaker wäre noch geil gewesen, aber was soll's.
Dann haben wir bei den Secrets ziemlich scheiße gezogen. Und zwar haben wir die Ippli. Okay, das ist nice. Das ist die drittwertvollste Secret Rare. Aber wir haben auch die Kadir gezogen. Direkt im ersten Booster, was schon ein bisschen disgusting war. Wie gesagt, die Karte ist halt komplett scheiße. Ich verstehe es nicht so ganz, warum Konami wirklich manchmal eine Karte druckt als Secret, die wirklich kompletter Müll ist. Also, ja, die Karte geht halt nicht mal 1 Euro, was schon sehr, sehr traurig ist für eine Secret, muss man sagen. Die man nur aus jedem 12. Boosterpack ziehen kann, also so eine Rarität. Und dementsprechend bin ich da echt ein bisschen enttäuscht. Aber gut, ich hatte aus dem Set hier bisher nur Pech, von daher wundert es mich auch ehrlich gesagt nicht. Infinite and Permanence wäre sehr geil gewesen, aber man kann nicht alles haben. Wie gesagt, das Ganze ist nach wie vor gesponsert, von daher habe ich dafür kein Geld ausgegeben und dementsprechend kann ich da auch nicht so sehr enttäuscht drüber sein. Wie auch immer, danke an meinen Sponsor auf jeden Fall und denkt auch bitte an die Rabattcodes, damit das Sponsoring noch lange weitergehen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem weiteren Opening. Bis bald. Tschüss.